Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir haben heute einen wunderschönen Citaro Gelenkbus am Start in einem knallgrün. Ja, und bringen unsere Fahrgäste sicher durch die Nacht. Wobei man sagen muss, nachts Bus fahren, ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so. Ich denke mir mal nachts so, ne, da sind halt manchmal komische Leute im Bus. Habt ihr schon mal nachts irgendwie was Komisches erlebt? Wenn ihr mit einem Bus unterwegs seid oder mit einer S-Bahn oder mit sowas? Also, ich, warum? Warte mal. Und das ist ein Bug. Das Ding fängt ja schon wieder gut an. Es ist nur so, da wo ich herkomme, oder beziehungsweise wo ich lebe, ist es immer so, dass wenn dann nachts Busse dann mal fahren, dass dann immer solche Sicherheitsleute drin sind. Wisst ihr, was ich meine? Oh, das... Passt? Ja. Dass da so Sicherheitsleute drin sind von den Verkehrsbetrieben. Da fühlt man sich ja schon noch ein bisschen sicherer. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das ist so, wenn man... Keine Ahnung, wie das auf dem Land ist. Fahren da nachts überhaupt Busse? Ich glaube nicht, oder? So richtig auf dem Land... Irgendwo in Bayern oder im Arsch der Welt. Vorsicht, Kollege. Ich komme mal hier rum. Auch voll geil, dass gemoddete Mods, gemoddete Busse hier rumfahren. Feier ich. So. Einfach mal hier. Nehmen wir noch die Leute mit. Und wir sind ja dabei, auf Level... Oh, oh, shit. Wir sind ja dabei, zu versuchen, auf, Level 5 unsere Haltestellen alle zu bringen. Da kämpfe ich ja immer noch für. So, der will nämlich mit der Rollstuhlrampe rein, dann muss ich mich jetzt hier... Ja, schöne Ausfahrt, das Ding. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hä, hey, was denn? Irgendwer? So. So, steigen Sie wieder ein. Ab und dann fahren wir zum Konzert im alten Sägewerk. Oh, heute haben wir richtig getechnet bei denen, Alter. Oh ja, jetzt schauen wir uns ein E-Mail-Programm auf, der Typ. So. Okay. Nächste Haltestelle. Ambertor. Und wenn wir alle Haltestellen auf Level 5 haben, was ein Riesenkampf ist seit einigen Folgen, dann passiert endlich das Großartige, Leute. Wir schalten irgendwas frei. Warum habe ich die ganze Zeit diese Rückspiegel im Bild? Kann ich die ausmachen? Warte mal. Kann man die irgendwie ausmachen? Und ich hätte nie gedacht, dass Hans und Christina verwandt sind. Ja, ich boah, die ziehen halt die übelste Performance. Was ist das denn? Mach das aus! Warte mal, Spiegel vielleicht... Nee. Okay. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn da jemand weiß, wie ich das ausschalten kann. Ist irgendwo hier aktiviert? Ich habe gar nichts gedrückt. Ah, seltsam. Ich finde, der Mann im Rollstuhl, ne? Seid mal ganz ehrlich. Findet ihr, dass der auch sehr unfreundlich in meinem Bus-Simulator ist? Perfekt geparkt. Ja, weiß ich. Jetzt steig aus, du unfreundlicher du. So, tschüss. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Einige, zwei Stück, Alter. Kiste, guck mal hier, zack, zack, zack. Danke. Oh, der will gar kein Wechselgeld. Ich brauche eine Fahrkarte. Das ist auch sehr selten, dass Leute es so flüssig dabei haben. Ich hoffe, dass sowieso wir irgendwann mal in einer Welt leben, in der man gar kein Geld mehr braucht, sondern alles nur noch mit irgendwie EC-Karten oder sowas gemacht wird. Wisst ihr, was ich meine? Machst du die Tür noch zu da hinten? Dass man gar nicht mehr dieses nervige Bargeld hat. Ne, diese Sense und so. So hart nervig. So. Ich habe sehr viele Kommentare dazu gekriegt. Was... Warum werden jetzt die Haltestellen auch nicht mehr angezeigt? Jetzt. Was... Raw betrifft, das soll ja ein Spiel sein, welches GTA Roleplay Konkurrenz macht. Und ich habe da extra ein Video aufgenommen für. Guckt es euch gerne mal auf YouTube an. Und gestern gab es für Star Wars Battlefront 2 ein neues Update. Mit Druidicast, Leute. Da gibt es auch ein neues Video. Und natürlich den Polizeisimulator. Also aktuell könnt ihr euch hier einiges auf YouTube reinziehen. Polizeisimulator müssen wir aber aktuell noch aufnehmen, weil es ist aktuell so ein bisschen viel Stress gewesen in meinem Leben. Ne? Ich habe das ja schon so ein bisschen auf Twitch angedeutet. Ich möchte ja gar nicht so darauf eingehen, aber manchmal hat man so Phasen. Da schafft man es zeitlich nicht oder einem geht es nicht gut oder man muss sich mit irgendwelche dumme Scheiße rumschlagen. Habt ihr wahrscheinlich auch schon mal in eurem Leben gehabt und das hatte ich jetzt. Ja, hatte ich lange nicht mehr, aber man muss sich natürlich auch mal die Zeit nehmen und sich um andere Menschen kümmern oder beziehungsweise sich die Zeit nehmen. Und ich kann nur sagen, immer Leute, helft anderen Leuten, wie ihr könnt, egal, ne, nehmt euch die Zeit. Die werden euch dann irgendwann sehr, sehr dankbar dafür sein. Und euch, also ihr selber könnt dann natürlich für euch auch sagen, so moralisch gesehen sehr gut, dass ich das so gemacht habe. Oh mein Gott! Nein! Oh, nein! Ich habe es einfach nicht gesehen in der Dunkelheit. Es ist aber auch dunkel. So ein Jammer, Leute. So ein Jammer. Und weil ich ja immer gefragt werde, ey, Dennis, was sind denn immer deine Streams so, ne?
Die sind meistens immer mittwochs 19 Uhr, freitags 19 Uhr und sonntags 19 Uhr. Aber ich streame sehr regelmäßig, auch unter der Woche immer mittags, so von 14 bis 19 Uhr, auf twitch.tv/heideltraut. Einfach bei Twitch Heideltraut suchen. Und wenn ihr dann ein Follow da lasst, kriegt ihr sowieso eine Benachrichtigung. Also wer Bock hat, ne, da wird immer ganz verschiedene. Aktuell zeige ich halt sehr viel Rainbow Six und so. Naja. By the way, ey, warte mal, Leute. Es gab ein neues Update für Bus-Simulator mit den Schlaglöchern und so. Man kann jetzt zum Beispiel benutzerdefiniert einstellen, ob man Schlaglöcher anhaben möchte und so nicht. Finde ich ganz cool, dass man da wieder irgendwie was reinbringt, wo die Leute dann selber ihre Spiele so oder ihre Fahrten so anpassen können, wie sie das möchten, benutzerdefiniert. Finde ich ganz cool. Boah, ist aber krass, wie dunkel das auch nachts im Bus-Simulator ist, oder? Und wir kommen hier kaum den Berg hoch mit dem Koffer hier. Mit dem Citaro-Gelenkbus. So, jetzt geht's hier rum. Und was ich jetzt auch gesehen habe, da muss ich aber echt sagen, also... Was? Ich bin da voll langsam gefahren. Hä? Ey, der Bus-Simulator... Guckt euch mal so die Playlist vom Bus-Simulator an, ne? Wie oft ich mich aufrege, ey. Das ist schon unfassbar. So, hallo. Hoffentlich ist das der richtige Bus. Ich will nicht in Port Ember festhängen. Nicht schon wieder. Ja, yeah, Port Ember ist voll scheiße, Mann. Ich weiß genau, was du fühlst, Bro. Hey, warum stehen die... Warte mal, die wollen doch mitfahren bestimmt hier hin, oder? Dann steht da gleich wieder Fahrgäste vergessen. Warum stehen die denn da auf der Wiese? Seid ihr dumm? Ist ihr... Habt ihr gesoffen? Was tun die da? Was macht er hier? Junge, was... Ah! Ja, der macht schon Lichthupe. Ja, chill deine Brötchen, ich komm. Ich will diese Spiegel eigentlich ausmachen, die nerven mich voll. Der Manfred, Alter, da ist er wieder. Was? Hat da jemand gerade einen Fahrer hinten? Alter, ich bin 4 Minuten zu früh! Das habe ich ja noch nie gesehen. Ey, das... So einen Hunger. Okay, holen wir uns was zu essen. Und der macht hier noch ein Rennen. Ey, das Spiel ist kaputt. Ich bin 4 Minuten zu früh, Leute. Was? Ja, fahr immer ein bisschen langsamer. Muss ja jetzt nicht da durchrauschen. Bin ja mal gespannt, ob für Bus-Simulator mal einen zweiten Teil kommt. Also, oder einen dritten Teil. Bus-Simulator 2020. 19. Nee, 2020 wahrscheinlich. Ne? Steineck. Ja, geil. Ich habe Angst vor Schlaglöchern. Mach der Fernlicht mal an hier. Oh ne. Was ist das? Was passiert hier gerade? Was war das? Hä? LOL. Gestern erst diesen krassen Bug bei Star Wars Battlefront 2 und jetzt das hier. Was war denn das? Dancing on Ice? Dancing on Ice. Ne, was war denn das? So ein Bug? Habt ihr das gesehen? Ich bin voll geschlittert. Aber hat kein Fahrgast gejuckt. Kein einzigen. Aber lass den mal da vorne wieder machen. Der macht das immer so. So, jetzt müssten wir eigentlich diese Linie auch alle Haltestellen auf Level 5 haben. Und dann fehlt uns, glaube ich, noch eine einzige Haltestelle. Und dann haben wir alle Haltestellen auf Level 5 und schalten ein neues Gebiet frei. Ich werd bekloppt. Och nein! Ey, das ist aber heute auch nicht mein... Heute ist nicht mein Tag als Busfahrer. Treten Sie mal ein bisschen auf die Bremse. Halt's Maul, ich tritt dich gleich aus dem Bus. So, ich werde jemand halt wieder irgendwie sein Müll hier vergessen. Werden wir jetzt alle Haltestellen auf dieser Strecke auf Linie 5 haben, auf Level 5 haben? Wir werden sehen. So, jetzt raus hier aus dem Koffer. Was ist denn das für eine Musik? Was ist das? LOL! Ich wusste gar nicht, dass es hier sowas gibt. Yo! Hier stehen zwei Kühe. Sie chillen hier live. Sie sind bereit. Yee. Mir fällt nichts ein. So, Vorsicht. So, rein da. Achso, ich muss ja noch gucken, ob jemand wieder was vergessen hat im Bus. Und dann machen wir mal die Auswertung. Ach, ich dachte gerade schon. So, dann machen wir mal die Auswertung. Komm, wir gucken mal. Jetzt bin ich gespannt. Oh nein, Kollision. Nein! Ey Leute, ich kann's nicht mehr. Ich seh's nicht mehr ein. Das ist doch nicht wahr.
Was muss ich denn machen, um diese... Oh. Ich krieg zu viel! Das gibt's doch nicht! Unfälle? Ach so, mein Unternehmen hatte bis jetzt 176 Unfälle. Ampeln 60. Ah, scheiße, ey. Wir müssen mal mehr Werbeeinnahmen machen eigentlich. Wir müssen mal neue Busse... Egal. Ich bin am überlegen, ob ich vielleicht offscreen... Soll ich das mal machen, dass ich ein paar Fahrten mache und das auf Level 5 mache und dass wir dann endlich das neue Gebiet freischalten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge vom Bus-Simulator. Eine Folge, die sehr viele Kommentare hervorrufen wird, denn ihr habt hier sehr viele Themen. Lasst die Glocke aktivieren, Leute, und seid immer nett in den Chat und lasst ein Däumchen da. Bis zum nächsten Video vom Bus-Simulator 2018 und seid immer artig, Leute.